Okay, hey, willkommen zu United We Talk. United We Talk ist ein Projekt, welches in der ersten Corona-Krise, im ersten Corona-Lockdown entstanden ist und dazu dient, während der Krise darüber nachzudenken, wie wir die Welt ein bisschen solidarischer gestalten können, wie wir über neue Konzepte des Zusammenlebens nachdenken können und dass wir andere Konflikte, Krisen, die soweit noch passieren, neben der Pandemie nicht aus den Augen verlieren. Wir sind die Frankfurter Ortsgruppe, der Ableger sozusagen aus Berlin, beziehungsweise genau die Ortsgruppe der Berliner Gruppe. Und wir haben im August unsere erste Sendung produziert zu dem Thema Rassismus tötet, no justice, no peace. Und sind heute mit dem Thema End Fortress Europe, die Balkanbrücke, für euch da. Wir werden uns heute vor allem auf Pushbacks nach Bosnien bzw. Serbien konzentrieren. Und hierfür haben wir sehr spannende InterviewpartnerInnen eingeladen, mit denen wir im Laufe der Sendung live kommunizieren werden. Wir drehen heute aus dem offenen Kanal Rhein-Main, dem Medienproduktionszentrum MOK. Und genau, dieses liegt in Offenbach. Ja, Offenbach ist das kleine Örtchen neben Frankfurt. Ich habe mich auf dem Weg hierher schon verfahren und bin total begeistert. An der Stelle darf ich aber auch noch die Crew vorstellen. Wir haben ein tolles Technikteam, wir haben eine Snackeria im Hintergrund laufen, wir haben die Programm AG und das Social Media Team am Start. Genau, aktuell haben wir Corona und deswegen haben wir besondere Umstände und das alles war ein bisschen anders als sonst. Gruß geht auch nochmal ins Backoffice raus. Die Crew besteht so aus der alten Crew und sind noch ein paar neue Leute dazugekommen. Macht mega Bock, macht mega Laune. Ich hoffe, ihr seid auch am Start. Genau an der Stelle, ich will mich noch mal selbst vorstellen. Ich bin der Emre, komme so aus der aktivistischen Szene, mache viel zu Umwelt, aber auch zu migrantischen Selbstorganisierungen. Seit Hanau und Black Lives Matter haben wir viele selbstorganisierte Gruppen gegründet quasi, sind laut, stark gegen rechts unterwegs. Sind auch oft im Dani unterwegs, genau. An der Stelle, so habe ich auch meine Partnerin hier kennengelernt, Melissa, magst du dich vorstellen? Sehr gerne, vielen Dank, Emre. Ich bin Melissa und ich bin aktiv bei der Seebrücke Frankfurt, worüber ich auch zu United We Talk gekommen bin. Wir haben sozusagen über eine Kooperation im ersten Moment mit dem Tanzhaus West den Talk vorbereitet und Emre und ich sind uns dann bei so, genau, so diversen Demonstrationen bzw. politischen Momenten über den Weg gelaufen, haben uns angefreundet und ich bin sehr, sehr glücklich, ihn heute meinen Partner nennen zu dürfen bei dieser Moderation und würde in diesem Sinne auch gleich in das Programm überleiten tatsächlich, denn wir haben sehr viel Spannendes vorbereitet. Zunächst haben wir ein paar Videos für euch, welche von People on the Move sind. Das heißt, es sind Videos mit Menschen, die momentan auf der Balkanroute leben müssen. Also Leben ist ein sehr euphemistischer Begriff auch. Und Emre wird euch gleich noch ein bisschen mehr zu diesen Videos erzählen. Genau, an der Stelle würden wir noch mal gerne erklären, wie der Begriff People on the Move zustande kommt. Wir kennen im deutschen Diskurs, im deutschen Umgang irgendwie den Begriff geflüchtete Menschen oder flüchtende Menschen. Es gibt auch irgendwelche Menschen, die Flüchtlinge sagen, den Begriff feiere ich überhaupt nicht, sollte man nicht benutzen, weil der Mensch da nicht so im Vordergrund steht. Und die Aktivisten vor Ort nennen die Menschen People on the Move, weil sie vor allem in Bewegung sind dort. Ich finde den Begriff ja, mega, mega cool, auch wenn es beschissene Umstände dort sind. Und genau. Melissa wird euch jetzt noch erklären, warum Live-Interviews vor Ort nicht möglich sind, warum wir uns dagegen entschieden haben.
Genau. Genau, vielen Dank. Es wäre natürlich spannend, mit den Menschen live zu sprechen. Das ist uns aber aus verschiedenen Umständen nicht möglich. Zum einen, weil es tatsächlich aufgrund natürlich der Internetverbindung, also ganz pragmatische Umstände, mit dem Connection einfach nicht möglich ist. Das andere, was aber viel wichtiger ist, ist, dass tatsächlich der Kontakt von Aktivistis vor Ort mit People on the Move kriminalisiert wird. Also ihre Arbeit, ihre solidarische Arbeit, ihre Care-Arbeit mit und für flüchtende Menschen wird von den Behörden kriminalisiert und illegalisiert, sodass diese praktisch auch um ihre eigene Sicherheit fürchten müssten, wenn sie dann so weit diese Live-Connection auch herstellen würden. Demnach dürfen wir wenigstens diese Videos jetzt noch zeigen, die vorgedreht sind. Und es handelt sich hier um zwei Selbstinterviews von zwei jungen Männern sowie einem Interview mit einem jungen Mädchen. Und wir möchten noch ganz kurz eine Triggerwarnung aussprechen, denn hier wird von Gewalt berichtet, von körperlicher, aber auch psychischer Gewalt. Und genau, deshalb noch eine kurze Triggerwarnung raus. Hello everybody, I was in Croatia before 3 days. 2 days without sleep, just eat one time. In 2 days, they catch me on the border. They broken my phone. They dropped my a charge ball. 2 days without sleep. I now on the street. I come to the camp morale. I sit on the door. I tell him to explain to my situation, but they told me go out without registration. We have a lot of people, and they kick me on the leg. You know, without any respect for the human. If somebody has heard my message, please for help me. Hello, assalamu alaikum. I am Pakistani. My name is Muhammad Irfan. I 4 people go to Croatia. After 8 day after I am running 8 after day after 8 day catch me police and deport time. Borders, Bosnia and Croatia border, deport me police, black uniform police beat me 15 minutes, my body no cloth, total cloth in the earth and beat me. This arm very, very, very damaged, my foot damaged and kick me my chest. And kick me mm-hmm. my in kidney mm-hmm. Backside more problem more I am now I'm feeling is good but Croatia plus beat me very very good beat me and after tell me go to Bosnia now here in Croatia Croatia police problem thank you mm-hmm. Okay. My name is Michael Harbert. I'm from Germany and I help here in the station from Red Cross in Cluj. And the wonderful thing is that I meet your family. I also meet in Moria in 2019. It's great, it's wonderful, it's incredible. So now I have a little guest on my side. It's Saraf, and I ask her some things from her life, what's happened and all these things. And now the main person is Saraf. So, Saraf, please tell me your name from your brother, father, mother. My name is Saraf. My brother Muhammad. My mommy Azada. My daddy Mahmoud. Where do you come from? Where do you come from? Afghanistan. And you know the city, the name of the city, where do you come from? Afghanistan. Now it is the city. Where you live? Kapi. Okay. And you told me that you cross many countries. Afghanistan. Please tell me the name from the countries you cross. Afghanistan, Pakistan, Iran, Turkey, Yemen, wow. Armenia, Montenegro. Bosnia, Germany. Okay. Bosnia, Germany. Okay. Saraf, you were in school in Afghanistan? Yes. Yes. Please tell me what's your favorite lesson in school?
painting or painting. Ah, you paint many things. Yes. Okay. You also have pictures here, huh? You have here or another place? There. You have here? Painting? Here, yes. Yes, show. The bike at us. No. My bike. Ah, okay, okay. I think you understand, don't understand. Okay, not wrong. Okay, next question. You have a girlfriend? A friend? Friends? Yes. Afghanistan? Yes. Zainab, Farishta, Fatima, Sahar, Marwa, Rabia. So much? Wow. Whole. Okay. Yes. And, okay. And do you can tell me what's happened on your trip from Afghanistan to Bosnia? Something happened not so good? You can tell me? Too dark. Mm-hmm. Stomach for my daddy. Mm-hmm. For wow. This. Okay. And then? And then what happened then? I don't know. Okay. Okay. What do you think, what is on your trip, what was a good time? What was good for you? Together. Perhaps together with your family, it's okay? Family. Good. Yes, okay. Do you remember me? Because I was in Moria 2019. Do you remember me? Yes. Yes, really? Yes. Oh, it's a long time ago. Oh, it's incredible. This is wonderful feeling for me. Okay, Saraf. And your mother get a baby? Yes. Girl. A girl. You want a girl? Yeah. Or boy? Boy. What, boy or girl? What do you want? Girl. okay. And it's good for you to if she get a girl? Yes. Yes, okay. So, what do you want to say me about this situation here? Is it okay for you? You connect people here. Can you sleep in this room with all the men together? It's okay. Ah, okay. That's a problem for you? Yes, problem. Ah, okay. For you or for your parents? For whole. Oh, okay. You know that. Okay. So we try to help you, okay? Okay. We try to help you a little bit and every time. Okay. Okay, Saraf, I think that's all. Oh, yes. You want to say something? No. Okay. So, thank you very much. Tashakur? Tashakur. Kur? Yes, Kur? Tashakur. Kor? Yes. Tashakur. Yes. Tashakur, Saraf. Okay, thank you. Thank you. Ja, wir haben gerade Videos von People on the Move gesehen. Ich fand es total herzzerreißend. Vor allem das kleine Mädchen und was ich total schrecklich finde, dass die interviewende Person das Mädchen schon mal auf Lesbos in Moria gesehen hat. Ihr müsst euch vorstellen, man wächst auf als kleines Kind auf der Flucht. Man ist in Lesbos, in Moria. Einige Zeit später findet man sich in der Nähe des Balkans wieder. Ich glaube, das ist nicht menschenwürdig. Trotzdem total schön, dass Menschen dort vor Ort sind. Genau, und dass es Initiativen und Gruppen gibt, die Sichtbarkeit schaffen, die solidarisch sind und Allyship an den Tag legen. Genau, aus diesem Grund kommen wir jetzt zu unserem nächsten Interview. Wir haben die liebe Joma heute zu Gast von der Balkanbrücke. Joma selbst kommt aus Wuppertal und ist bei der Balkanbrücke aktiv. Die Balkanbrücke selbst gibt es seit Dezember 2019. Die haben sich quasi aus der Seebrücke heraus gebildet, haben sehr ähnliche Strukturen wie die Seebrücke. Genau, Joma selbst war schon zweimal auf dem Balkan und leisten dort halt vor allem total coole Unterstützungsarbeit. Joma selbst studiert im Master Human Rights an der Hochschule in Fulda. Und genau, ich darf jetzt kurz die liebe Joma begrüßen, muss sie noch kurz entstummen. Hallo liebe Joma. Hi. Schön, euch zu sehen. Voll cool, dass du dir Zeit genommen hast und voll cool, was ihr alles macht. Genau, ich würde einfach mal damit einsteigen und ganz kurz fragen, was ist denn eigentlich die Balkanbrücke? Okay, also die Balkanbrücke ist ein Zusammenschluss aus Initiativen, Projekten und einzelnen Aktivistinnen zur Unterstützung von Menschen auf der Flucht entlang der Balkanroute.
Und viele von uns, die in der Balkanbrücke dabei sind, kommen, wie du ja auch schon gesagt hast, aus der Seebrücke, aber viele auch nicht. Und zwar sind wir halt Menschen, die auch schon selbst auf dem Balkan waren, um dort aktiv Unterstützungsarbeit zu leisten. Also ich glaube, der größte Teil von uns war in Serbien und Bosnien bisher. Und ich selber war zum Beispiel 2019 und auch dieses Jahr in Bosnien. Und in Gesprächen untereinander haben wir halt immer wieder festgestellt, dass die Thematik der Balkanroute in Deutschland oder auch in Europa im Allgemeinen überhaupt nicht präsent ist. Also selbst wenn ich zum Beispiel Freunden davon erzählt habe, nachdem ich dort war oder bevor ich dort hingegangen bin, hatten die einfach keine Ahnung. Und das ist natürlich fatal, wenn man sich anguckt, was dort halt tatsächlich passiert. Und das ist ein bisschen wie bouldern. Also wenn ich vor 10 Jahren jemandem erzählt habe, ich gehe bouldern, musste ich immer jedes Mal erklären, was das ist. Und jetzt, wenn ich bouldern gehe, muss ich das nicht mehr erklären. Und das hätte ich gerne oder das möchten wir gerne, dass das mit der Balkanbrücke auch so ist oder mit der Balkanroute, dass wir nicht mehr erklären müssen, was da dann passiert, sondern dass das präsent ist in den Köpfen der Leute. Ja. Genau, ja, das finden wir auch voll, dass es auf jeden Fall Sichtbarkeit bei dem Thema braucht. Und ich selbst aus so einem Aktivismus, den ich selbst mache in Frankfurt, irgendwie finde es halt total bemerkenswert. Man muss sich mal vorstellen, was für Aktivitäten, Kapazitäten vor allem das zieht, wenn man vor Ort in einem anderen Land aktiv ist. Keine Ahnung, es ist was anderes, in Frankfurt vor die Haustür zu gehen, eine Demo zu planen. Das ist schon aufwendig und dann in ein anderes Land zu reisen. Mhm. Ich ziehe meinen Hut, ich glaube, viele andere Menschen auch. Genau, aber interessant wäre nochmal so als Grundlage, was ist denn eigentlich die Balkanroute und was passiert, was geht so ab auf der Balkanroute? Wie kann man sich das vorstellen? Okay, also die Balkanroute ist historisch gesehen schon lange eine Handelsroute gewesen. Also das Konzept Balkanroute gibt es schon länger. Aber die Balkanroute der Flucht ist an sich eine sich ständig verändernde Fluchtroute von der Türkei bis nach Italien durch im Prinzip. Und sie schneidet durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Ländern, zum Beispiel Bulgarien, Serbien, Nordmazedonien, Ungarn, Albanien, Bosnien-Herzegowina und Serbien und letztendlich auch noch Slowenien und Kroatien. Genau, ich glaube, jetzt habe ich alle Länder. Und die Route war bisher weitestgehend recht offen, dass man das zu Fuß durchqueren konnte, weil natürlich auch das Schengen-Abkommen da eine Rolle spielt, dass es keine Grenzkontrollen gab, bis auf die Länder, die nicht in der EU sind. Aber mit dem Sommer der Migration von 2015 und 2016 haben die Balkanstaaten zunehmend auf Abschottung gesetzt und hunderte an Kilometern von Zäunen errichtet und alles militarisiert, um die Einreise von Flüchtlingen zu verhindern oder die Routen umzulenken. Also so waren beispielsweise früher unterschiedliche Länder auf der Balkanroute, Teil der Balkanroute, haben jetzt aber Zäune errichtet, sodass sie es nicht mehr sind, weil die Leute dort nicht mehr lang können. Das heißt, sie haben jetzt umgelenkt, sodass sie durch andere Länder gehen. Und was dort passiert, ist halt, also momentan konzentriert sich das größte Elend der Balkanroute auf die Länder Bosnien, Herzegowina und Serbien, was beides nicht EU-Staaten sind. Und in diesen beiden Ländern und auch in den anderen drumherum, aber nicht mehr so viele, harren seit Monaten und teilweise auch seit Jahren Flüchtlinge auf, die nicht nach vorne und aber auch nicht zurück können. Und sie versuchen dann, die einzige Wahl, die sie haben, ist in Bosnien oder Serbien erstmal zu bleiben, Kräfte zu sammeln und es erneut zu versuchen, über die EU-Grenze in die EU zu gelangen. Und sie scheitern einfach jedes Mal, wenn sie es versuchen, an der Grenzpolizei, sei es jetzt die kroatische oder die slowenische oder manche schaffen tatsächlich bis nach Italien, der Österreich und werden dann trotzdem wieder abgeschoben, obwohl sie schon in EU-Ländern sind. Und also die Abschiebungspraktiken und die Praktiken von vor allem der kroatischen Grenzpolizei, die sind besonders notorisch, sind einfach abartig. Also das spiegelt sich tatsächlich in diesem fast lustigen Beispiel, und es ist überhaupt nicht lustig eigentlich, dass ich glaube letztes Jahr 2 schwarze Sportler aus Nigeria, die in Kroatien an einem Tischtennisturnier teilnahmen, auf der Straße aufgegriffen wurden von der Polizei und trotz gültigen Papieren nach Bosnien abgeschoben wurden, obwohl sie eigentlich keine Flüchtlinge sind und auch noch nie in Bosnien waren. Also so weit geht das schon auch in der Gesellschaft, dass sich das manifestiert. Und das hat natürlich für einen kleinen Skandal gesorgt, aber letztendlich ist da nichts daraus entstanden, es hat sich nichts geändert.
Und besonders die kroatische Grenzpolizei ist besonders dafür bekannt, wie sadistisch und rassistisch sie sind. Und also ganz klar rassistisch. Also sie verprügeln die Menschen, sie zwingen sie, sich nackt auszuziehen, sie foltern sie, brechen ihre Knochen, sie verhöhnen und bedrohen sie. Zum Beispiel werden sie als Schwule beleidigt. Es gibt Berichte von übelsten Foltermethoden und auch Vergewaltigungen von Frauen und Männern mit Stöcken beispielsweise. Und das sind nicht nur Erzählungen, es gibt auch medizinische Berichte davon, von nachdem sie abgeschoben worden sind, die Doktoren sie untersucht haben und das medizinisch festgestellt haben, dass sie vergewaltigt wurden. Und vorletzte Woche, gibt es auch Videobeweise, die in einer Spiegelrecherche veröffentlicht wurden. Das kann ich jedem nur empfehlen, sich anzugucken. Ist nicht nice, sich das anzugucken, aber man sollte es einfach wissen. Es wird ihnen auch an der Grenze ihr Hab und Gut weggenommen, vor ihren Augen verbrannt, also ihre Rucksäcke, ihre Schlafsäcke, was essentiell wichtig ist, wenn du 20 Tage lang am Stück wanderst, um von Bosnien nach Italien zu kommen. Und ihre Handys werden zertrümmert, was ganz, ganz fatal ist, weil ihre Handys unglaublich wichtig sind für die Navigation, aber auch um mit ihrer Familie in Kontakt zu bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich meine, ich habe diese Menschen tagtäglich in Bosnien medizinisch behandelt. Ich habe gesehen, wie das aussieht, wenn man verletzt wurde und gefoltert wurde von der kroatischen Polizei. Zum Beispiel sieht man dann Knochenbrüche natürlich oder Spuren von Fesseln an ihren Handgelenken. Oder zum Beispiel hatte ich auch jemanden, an dem Zigarettenstümmel ausgedrückt wurden, an dessen Haut von der Polizei. Also die Lage ist so, dass bis letzte Woche die kroatische Regierung die Vorwürfe noch abgeschoben hat und es als Fake News abgetan hat. Aber seit dieser Spiegelrecherche mit den Videos stehen sie ein bisschen mehr unter Druck und dementieren die Vorwürfe zumindest nicht mehr. Und es gibt jetzt auch eine Untersuchung vom europäischen Ombudsmann genau wegen dieses Videos. Und das ist wichtig. Ja, ich finde es total herzzerreißend. Ich habe mir auch die letzten Wochen mich ein bisschen eingelesen, mir Videos angeschaut. Und da gab es auch ein Video davon, was dokumentiert, dass bei Pushbacks irgendwie die flüchtenden Menschen, denen die Schuhe ausgezogen worden sind und die wurden verbrannt und sind dann zurück in ein Camp gepusht worden quasi. Und in dem Camp gehen quasi Menschen, die das dokumentieren, durch die Reihen und es sind hunderte Menschen, die barfuß im Matsch im Winter stehen oder in Flipflops. Und, aber was du gerade alles erzählt hast, toppt das Ganze natürlich nochmal und es ist einfach, verstößt gegen jegliche humanitäre Vorstellung, die wir, glaube ich, in Europa haben. Wie leben denn die flüchtenden Menschen dort vor Ort und die Versorgungssituation ist wahrscheinlich katastrophal. Kannst du das irgendwie skizzieren, wie das genau ist? Ja, die Versorgung ist katastrophal, vor allem auch, weil das Auge der EU nicht darauf gerichtet ist. Für die meisten gibt es keinen Platz in den wenigen Lagern, die es gibt. Und wenn es Lager gibt, sind sie meistens unwürdig und in katastrophalem Zustand. Zum Beispiel gibt es in Bosnien an der kroatischen Grenze das Lipa-Camp. Ich glaube, es beherbergt gerade knapp unter 1000 Leute oder ein paar hundert, ich weiß es nicht genau. Es gibt dort keinen Strom, es gibt kein fließendes Wasser, genau wie das neue Moria. Und die Temperaturen in Bosnien erreichen im Winter bis zu minus 20 Grad. Es hat vor kurzem jetzt auch das erste Mal geschneit. Und auch der letzte Winter hat in Bosnien und in Serbien Kältetote gefordert oder Tote im Zusammenhang mit zu wenig Ernährung und Kälte, wie auch immer. Ich kann jetzt persönlich hauptsächlich nur über Bosnien und Serbien reden, aber in den anderen Balkanländern ist das ähnlich. In Bosnien und Serbien leben die Flüchtlinge auf der Straße, in verlassenen Häusern, in Stadtparks und im schlimmsten Fall in den Wäldern. Und es gibt viele Berichte, wie sie zum Beispiel in den Wäldern in provisorisch zusammengezimmerten Zeltstätten leben, oft kilometerweise von den Städten entfernt und damit auch von Versorgung und Läden, weil sie von der Polizei vertrieben wurden aus den Städten. Sie leben also wie Tiere im Wald, weil sie halt nicht in die Stadt können. Es ist nämlich nicht mehr erlaubt gesetzlich, dass Flüchtlinge sich in Bosnien zum Beispiel in den Städten aufhalten. Sie haben einfach die Gesetze geändert in diesen Kanton. An der Grenze, sodass die Polizei das Recht hat, die bosnische Polizei das Recht hat, die Flüchtlinge aus der Stadt zu vertreiben, weil sie halt nicht mehr im Stadtbild gesehen werden möchten von den Menschen, von den Bosniern, die dort leben. Pauschalisierend gesagt natürlich.
Und in den Wäldern und in verlassenen Gebäuden leben aber halt auch Kinder und Familien, die auf der Flucht sind. Und also die Lage spitzt sich deutlich zu. Also es gibt immer mehr Regelungen, um Flüchtlinge zu kriminalisieren, innerhalb Bosniens zum Beispiel, aber halt auch Flüchtlingshelfer. Das sieht man schon seit Jahren, das ist so eine Entwicklung der letzten Jahre. Also Flüchtlinge dürfen nicht mehr öffentliche Verkehrsmittel benutzen, sie dürfen sich nicht mehr in Stadtzentren aufhalten, sie dürfen bestimmte Läden nicht mehr betreten. Das steht dann tatsächlich an der Tür. Flüchtlinge dürfen in diesen Laden nicht rein oder sie dürfen auch nicht mehr in die Camps rein. Und für Flüchtlingshelfer bedeutet das konkret, dass sie ausgewiesen werden aus dem Land, dass sie Strafen zahlen müssen, aber auch, dass sie von Rechtsextremen und Nachbarn verfolgt werden. Das heißt, viele lokale Flüchtlingshelfer machen diese Versorgung nachts im Dunkeln, weil sie sonst kriminalisiert wurden. Es gab beispielsweise Brandanschläge auf Flüchtlingshelfern. Und ich möchte aber fairerweise auch noch dazu sagen, dass zum Beispiel Bosnien und Serbien als Nicht-EU-Länder von der EU komplett damit alleine gelassen werden, wie sie mit den Flüchtlingen umgehen will, die die EU nicht haben will, ganz klar. Und natürlich erhalten beide Länder, Bosnien und Serbien, Gelder für das Migrationsmanagement, aber das reicht bei Weitem nicht und es gibt auch keine Kontrollen, was genau mit diesen Geldern passiert. Und das ist halt besonders fatal angesichts der Tatsache, dass viele Bosnier zum Beispiel, weil sie auch im Kriegsland waren vor kurzem noch, selbst nicht ausreichend versorgt sind und keinen Zugang zu Bildung oder medizinische Versorgung haben, dann stört es diese Leute natürlich besonders, wenn irgendwelche Flüchtlingshelfer daherkommen und diesen Flüchtlingen teilweise bessere medizinische Versorgung leisten als in Bosnien selber. Das ist so ein Ding, das man auch immer ein bisschen im Auge behalten muss, wenn man dorthin geht, weil das Land selber halt nicht in einem besseren Zustand ist teilweise. Da gibt es ja auch Initiativen, die Bosnien und Flüchtlingen helfen, was ich für den besten Ansatz halte. Genau. Also die Lage ist einfach, ja, scheiße, gelinde gesagt, für die Flüchtlinge und für die Flüchtlingshelfer. Ja, ich finde auch das nochmal krass irgendwie, dass wir auf der einen Seite die geflüchteten Menschen irgendwie haben, die total krasse Gewalt erfahren und auf der anderen Seite haben wir dann die Aktivistinnen und Aktivisten, die halt genauso viel Repressionen ausgesetzt sind und quasi nachhaltig auch Schaden zugefügt bekommen von diesen Regierungen, von der Polizei und im Gesamtkontext wir als mächtige EU irgendwie mit Geld und so weiter und Moralvorstellungen da einfach drauf scheißen, um es auf Deutsch zu sagen. Genau, aber du hast von Aktivismus vor Ort gesprochen, du bist selbst Aktivistin. Welche Rolle spielt Aktivismus in Deutschland für die Migration auf dem Balkan selbst? Das ist eine gute Frage, die wir uns auch immer wieder selbst stellen, also auch selbstkritisch. Und also als Balkanbrücke, die Partner und Aktivistinnen vernetzt, würde ich erstmal den konkreten Aktivismus benennen, also die Flüchtlingshilfe vor Ort, die vor Ort geleistet wird. Und da möchte ich vor allem erstmal lobend und bewundernd die Leute erwähnen, die schon seit Jahren dort vor Ort Hilfe leisten, und zwar Bosnier, Serben, Ungarn. All diese Menschen, die seit Jahren unermüdlich dort aktiv sind und noch nie irgendwie einen Zeitungsartikel über ihre Arbeit hatten, gar nicht. Und die selber nicht viel haben, oft nachts im Dunkeln arbeiten und wie gesagt unter ständiger Bedrohung von Behörden, Nachbarn und Rechtsextremen stehen. Also das sind für mich aus meiner Sicht die wichtigsten Menschen und deshalb ist es nicht wichtig, wir weiße jungen Deutschen, die da hingehen und 2 Wochen dort ein bisschen Abenteuertourismus machen, sondern wirklich die Leute, die Balkanesen vor Ort. Also das ist der wichtigste Aktivismus als Balkanbrücke. Und als Balkanbrücke meine ich alle, die damit irgendwie involviert sind. Zweitens, was auch wichtig ist, womit wir angefangen haben und auch andere unterstützen, Organisationen, die das schon länger machen, sind Hilfstransporte in den Balkan. Also da gibt es dann LKWs mit Tonnen voll mit Schlafsäcken und Kleidung und Medizin. Und es muss halt alles finanziert, gesammelt, verpackt werden und rübergefahren werden, ausgeladen werden. Also das ist auch so ein wichtiger Teil, aber ist natürlich jetzt nicht das Wichtigste, was wir als Balkanbrücke leisten. Und also dementsprechend sammeln wir halt auch Spenden, verteilen die auch zum Beispiel durch Hilfstransporte, aber auch an NGOs vor Ort und Aktivistinnen vor Ort, denen wir vertrauen.
weil es passiert natürlich auch viel Missbrauch, das heißt, man muss ein bisschen ein Auge drauf haben, wem man da was gibt und so, und so eine Vertrauensbasis mit den Leuten schaffen. Und ich glaube, es ist halt auch wichtig, dass die Leute vor Ort helfen, auszuwählen, an wen das Geld gehen soll, weil sie den besten Überblick haben. Und was wir jetzt vermehrt versuchen als letzten Punkt, als Balkanbrückenaktivismus, ist mehr Öffentlichkeit für das Thema zu schaffen und uns auch mehr zu vernetzen und einfach konkret den deutschen oder auch den europäischen Diskurs zu diesem Thema mitzuformen und wegzuführen von rechten Einflüssen und einfach das mitzuformen, menschlich, was dort passiert. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir als Balkanbrücke leisten können. Ja, total herzzerreißend alles. Ich kann mich nur 1000-mal bedanken für das Interview, aber auch für die tolle Arbeit, die ihr leistet und vor allem die Sichtbarkeit, die ihr dadurch schafft. Genau, du hast auch total viel von den Menschen vor Ort gesprochen, von den Strukturen dort. Und ich finde es total cool, wie das alles zusammenläuft. Und ich glaube, wir haben ein großes Stück Arbeit vor uns. Aber genau, wir schaffen jetzt erstmal Sichtbarkeit, machen darauf aufmerksam und hoffen, wir schaffen richtig viel Aufmerksamkeit und wuppen den Laden und kriegen da was gebacken. Und ja, jeder findet rechte Menschen scheiße und wir haben genug Platz, leave no one behind, ihr wisst Bescheid, Leute. Tausend Dank, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann und genau, tausend Dank auf jeden Fall, mega cool. Yeah. Wenn ihr irgendwie, also ihr Zuschauer meine ich jetzt, irgendwie mithelfen möchtet, guckt gerne bei unserer Webseite vorbei oder auf Facebook. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mitmachen und oder uns anschreiben oder uns auch spenden. Und wir kümmern uns dann darum, dass die Gelder an gute PartnerInnen vor Ort weitergeleitet werden. Dankeschön. Bam. Vielen Dank. Mega schön, danke. Ja, das war Juma von der Balkanbrücke, die uns jetzt schon mal so einen ersten Einblick geben konnte, wie die aktuelle Situation ist und die Situation war und vermutlich auch sein wird. Wir werden heute noch mehr darüber hören, wie der Aktivismus vor Ort konkret aussieht, was es für Gefahren gibt, für Hindernisse. Wir werden auch noch mehr über Transporte hören, also mit Hilfsgütern Transporte, die gefahren werden von Aktivistis, von Helfenden. Und uns so noch ein bisschen mehr in die Strukturen einschauen. Es ist mega spannend, Menschen wie Sie zu haben zu dürfen. Und genau, wir sind sehr dankbar, dass es Leute gibt, die diese Arbeit tun. Denn ohne sie wäre ein großes Stück auf jeden Fall verloren an solidarischen Strukturen. Wir machen jetzt mit ein bisschen musikalischem Input weiter, denn Balkan Beat Records hat uns freundlicherweise einen Trailer zur Verfügung gestellt. Also es ist ein Music Visual Input sozusagen. Es ist ein Trailer zu einem Dokumentarfilm, der 2 Jahre lang entstanden ist und jetzt vor kurzem Premiere auf dem IDFA in Amsterdam hatte, welches das größte Dokumentarfilmfestival der Welt ist. Und deswegen würde ich dich gerne fragen, Imre, kennst du eigentlich Balkan Beats? Ich kannte Balkan Beats bis vor kurzem noch nicht. Genau, habe morgens abgecheckt in meiner WG, die Musik irgendwie aufgestanden, um 8 Uhr morgens die Musik angemacht. Mein Mitbewohner ist wach geworden, hat sich Kaffee gemacht und ich glaube, 20 Minuten später waren wir in der Küche am Updancen, haben voll gefeiert. Übertrieben geile Mucke, feier ich, höre seitdem hoch und runter und ja, freue mich voll. Ja, wir würden auf jeden Fall auch darauf verweisen, das mal online auszuchecken bei Balkan Beat Records. Richtig gute Mucke, die ist von Robert Soko, welcher dieses Label ins Leben gerufen hat und der ursprünglich selber aus Bosnien ist, Anfang der 1990er Jahre nach Westeuropa ausgewandert ist, hat dann kurz in Rotterdam gelebt und ist dann letztendlich in Berlin gelandet und so in die Underground-Techno-Szene damals eingetaucht und hat in der Kreuzberger frühen Clubszene praktisch seine DJ-Anfänge ausprobiert und hat dort so, wie er es auch selber nennt, das Culture Recycling betrieben, indem er Punk, Rock, Hip-Hop und eben auch Balkan-Sounds, wie er sagt, zusammengemischt hat und diesen sehr distinktiven Balkan-Sound sozusagen, wie wir ihn heute auch kennen, wie wir ihn überall auch abgefeiert haben, eine Zeit lang wirklich hoch und runter erfunden hat. Und wir sind richtig happy, jetzt den Trailer von
Here We Move, Here We Groove vorstellen zu dürfen. Das Projekt ist entstanden in Bosnien vor allem mit Menschen, eben People on the Move, die dort vor Ort sind. Und er hat gesagt, er geht back zu seinen eigenen Roots sozusagen und möchte dort neue Sounds suchen und möchte dort mit den Menschen zusammenarbeiten, um Musik zu schaffen. Deshalb viel Spaß beim Gucken. Yay. Yeah. I came as a migrant from Bosnia to a free city, to Berlin. In the 90s, we would drop Balkan music into the dancing crowd. Balkan beats everywhere! People loved it. But after almost three decades, I'm tired of this. I don't enjoy it anymore. I have enough. I really have enough. Kuda si krenuo, ako mi možeš reći? I have to do some sound hunting. Always when I need inspiration, I went to my roots. I am looking for a new sound of Europe. The new Europeans, the migrants, will help me find that sound. I want to go to Germany. I'll be famous. I said bye to my father and I feel that I'm not gonna see him anymore. I'm a mix, you know? So I have to find my way. I come from Palestine. I never had a homeland. What language we have to use in order to understand each other? The only battlefield in my world is the dance floor. Dance floor dictatura. One, two, three. Taking pieces of different cultures, mixing them together, it's cultural recycling. More rapid. So, Balkan Beats. Here we move, here we groove. Schaut's euch an. IDFA, sehr empfehlenswert. Um jetzt nochmal auf den Polit-Content zurückzukommen, würden wir sehr gerne No Name Kitchen vorstellen. No Name Kitchen in Bosnien bzw. Kroatien, also an der Grenze zwischen Bosnien und Kroatien auf der Balkanroute, ist ein Projekt, welches, also ein soziales, ein Social Movement, wie es sich bezeichnet, eine soziale Bewegung, welche mobile Küchenteams bereitstellen für flüchtende Menschen, weil sie ihnen das geben wollen, was sie am nötigsten, am elementarsten brauchen, nämlich Nahrung und Wasser und hygienische Versorgung. Und wir haben heute die Ehre, mit Maja zu sprechen, welche eine feministische Aktivistin ist. Sie ist bei No Name Kitchen seit 2015. Und ist dort auch jetzt die letzten drei Jahre immer präsent, vor allem in Bosnien im Unasana-Kanton und ist auch jetzt momentan bei No Name Kitchen aktiv. Demnach ist es mir eine große Ehre, Maja zu begrüßen. Hey Maja, it's a pleasure to see you. Hello. Hello. Thank you, it's a pleasure to be with you. Thank you so much for making time for this interview with United We Talk. I would straight go into the first question and would like to ask you if you can tell us a few words about the current situation of people on the move at the Bosnian-Croatian border. Yes, so in Bosnia at this moment there are like more or less now 9,000 people. Okay. On the move, and 4,000 out of these 9 are without any support or care, so they are left behind on their own. They live, I mean, they are forced to live without basic human conditions, which means they don't have access to current water or drinkable water. They don't have food, they don't have shelter, no shower, no toilet, no heating. They don't have access to medical support.
What is more, they are forbidden of entering public places, like they are not allowed to go to supermarket or to bar. Also in Unasana Canton, which is northwest part of Bosnia on the Croatian border, they are forbidden to take any public transportation or any transportation. So these people are dehumanized, and their very existence is criminalized. And yeah, situation is very, very hard. And we are talking about a place which is somehow heart of Europe, right? So yeah, that would be in short how is the situation at the moment and last 3 years. And that's it, as you said, it's a really, really short report. It's dehumanizing, and it's a shame for European values that this exists, that happens right now at the European border. I would like to ask you more about your own activism in this region. Like, how does your activism actually look like? And especially, what are the current obstacles you have to face when you do your work there? Well, we are on the field on many places in Europe which are so-called hotspots. Mm-hmm. It means places where people are stuck. So obviously people on the move want to reach some European countries. They don't want to stay in these places, like in Bosnia, but although they have a right to ask for asylum, which is guaranteed by European law, this law and right is abused by authorities. So they suffer pushbacks, which are in many cases violent one. Testimonies that Border Violence Monitoring Network is collecting, and so far in few years they have like 1,000 testimonies show that these pushbacks are performed in very violent way many times, and people suffer violence, humiliation, and even torture. So yeah, we are present on the field because we believe in this idea that every human being has right to move freely, to seek better life in a human and safe way. And being on the field, what we face on a regular basis is this at this point very familiar concept of criminalization of solidarity, which is happening in many places in Europe for some time, unfortunately. So we face repression and harassment from authorities, and it is day by day, it's harder and harder to make you a better picture. It is like, for example, the other day, three volunteers were unloading donation truck in Bihać, and police came and saw them moving blankets from the truck to their house. They were taken to a police station. They were interrogated for a few hours, and after that they got financial fines and also deportation decision that they need to leave Bosnia in 7 days.
So this is just one example of what we are facing on an everyday basis. And of course, volunteers feel under pressure. We feel threatened and intimidated. So yeah, it is quite hard, first of all, to witness everything that is going on, and then to be under pressure all the time, like to hide or to be scared because you want to help person who is really in a great need. Yeah, thank you so much for this long and really emotional answer. Thinking about pushbacks, about criminalization, about dehumanization with regards to the European Union, what do you expect or what would you wish from people in Germany? Well, I think as being part of a community, every one of us, that each of us have a responsibility, right? Mm-hmm. And I would invite people to spread the word, to spread the information, to educate themselves, not to be framed by mainstream media. I would also like to invite people to join volunteers on the field, because every support is much needed. And I think we are all together in this. And last but not least, I would say it is very important to make pressure on your government, mm-hmm. to start to respect human rights and laws that guarantee human rights. Because at this moment, this is not the case. Thank you so much for this interview. We can only spread the word. We can only share information, and we can only try to keep up being solidary with people on the move and with people in the field. And with that, I would just like to thank you again and wish you all the best. Thank you very much. I'm so grateful that you showed interest and that you give me to some time and space to share this situation with you. You're really welcome. Stay safe. See you again. See you again. Ciao. Bye. Das war Maya von No Name Kitchen. Wir haben gerade einen kleinen ersten Einblick erhalten, wie die Situation jetzt momentan, wie sie sagte, im Field ist, also praktisch vor Ort. Und wir werden jetzt auch gleich noch weiterhin einen Einblick erhalten von Klickaktiv. Dazu gleich mehr. Ja, wir haben gerade Maya von No Name Kitchen gehört, die absolut tolle Arbeit vor Ort leisten und viele Repressionen ausgesetzt sind. Als nächstes dürfen wir euch Milica vorstellen. Milica arbeitet für das NGO Klickaktiv. Die sind vor allem in Belgrad und Serbien aktiv. Ich würde auch jetzt weitergeben an Milica. Genau. Milica ist Rechtsanwältin und Aktivistin bei Klickaktiv eben, das Center for Development of Social Policies. Klickaktiv leistet dort legale, also Rechtshilfe, aber auch sozialen Support. Und ist aber auch vor Ort an den EU-Außengrenzen, um dort sogenanntes Border Violence Networking zu betreiben und Border Violence Testimonies aufzunehmen. Das bedeutet, dass sie mit Menschen vor Ort sprechen, um deren Pushbacks zu dokumentieren in Form von Dialogen. Eine ganz wichtige Arbeit, damit praktisch auch die Eindrücke der Menschen nicht runterfallen und einfach auch tatsächlich ein Beweis nochmal vorhanden ist für eine Praktik, die eigentlich allgemein bekannt ist, die aber oft nicht belegt werden kann. Mit ihrer Arbeit bietet
Miliza, kostenlose Rechtsberatung und für Menschen, die Repressionen erleben, und repräsentiert People on the Move auch in Serbien. Sie kämpft für die Entkriminalisierung von Solidaritätsstrukturen und hilft in Form von Advocacy, als politischem Lobbying, dabei, die Praktiken an den EU-Außengrenzen zu ändern, oder versucht dies zumindest, soweit es in ihren Möglichkeiten ist. Klickaktiv ist in Belgrad, Serbien sowie an allen West- und Nordgrenzen aktiv. Das umfasst Bosnien, Kroatien, Ungarn und Rumänien. Und wir sind sehr stolz, Sie heute begrüßen zu dürfen. Hello Milica, it's so nice to have you here. Thank you so much for making time. Hi everyone, thank you so much for having us in it's your a pleasure. Show. I would like to first ask you if you can tell us a few words about the current situation of people on the move at the borders. As you probably mentioned, Serbia is one of the countries on the Western Balkan route, and we have basically four borders where this route separates from Serbia. It's towards the Bosnia, towards Croatia, Hungary, and Romania. At the moment, there is around 15,000 people per each month that pass and stay in Serbia. And at least half of that number are people who are staying in the proximity of these borders. People are mostly staying in illegal squats where not even the basic needs are provided. So they're there without the proper shelter, without the food, without other necessary NFIs. We also have a camp system within Serbia, which is not functioning quite as it should. The camps, there are around six camps which are in the proximity of these external borders of the EU, at the border with Croatia, Hungary, and Romania. But all of these camps are overcrowded, and people there are not getting even the basic needs satisfied. So the situation currently is not good, definitely. We are getting different testimonies also on the violence, both within the camps and within the squats. The violence is being conducted mostly by the Commissariat for Refugees and Migrations. This is the government's institution which is in charge of running the camps, but also by the local police and by the local far-right groups and self-organized groups within the community. When it comes to the border with Croatia, this is definitely one of the places where the situation is by far the worst than in the other camps and in the other places. At this border, we have three camps, which are run by the Commissariat for Refugees and Migrations. These camps are overcrowded, and we're getting testimonies both on the violence, but also on the forced labor. So, for example, people have to clean the camp and its yards in order to get food. There is not enough food for everybody. There is not enough clothes, shelter provided. Some of these camps are even being locked down, so people cannot go out, even though according to the Serbian legislations, we don't have closed camps like you do in European Union countries. So according to the law, camps are open and people are allowed to go in and out as they wish. But in practice, this is not happening. In practice, people are conditioned with these permits issued by the commissariat, and very often people have to pay to get these permits so that they can go out. They're not even allowed to go to see the doctors, even though we have now the pandemic, and also a lot of people who are being pushed back from Croatia, they come back with very serious injuries, including broken legs, broken arms, broken hips, and still people don't have access to doctors. We had situations of people who have been pushed back with broken hip, for example. We had one boy who was 18 years old. He had a broken hip and still he was locked down in this camp without access to the doctors. The same situation is in the squats. We have a number of squats depend on the situation with the police and the local government in this area. There is roughly around five or six squats in the area of the Croatian borders. Squats are quite small and they're changing their places constantly because police keeps coming and raiding these squats. People are then either being forcibly moved to the camps, but also what is happening now in the last two or three weeks, we have the Minister of the Interior
coming with the special forces of the police and evicting these squads. This is all being accompanied by TV stations with the cameras. They even posted videos on the official YouTube channel of the Ministry of Interior, where you can see the minister coming with the special police units in completely incomplete equipment, evicting these squads and taking people supposedly to the south camps, to the border with Macedonia. But what we fear and what has happened before in these situations and what we fear will happen now is that people from these camps at the Macedonian borders are then being pushed back to Macedonia and to Bulgaria and then chainly pushed back to Greece and even to Turkey. Also, what is happening at the Croatian border, which is also now a very big problem, is these far-right groups who are organizing anti-migrant protests. Mm-hmm. Even though we have a prohibition of gatherings in public places due to the corona outbreak, the police and local authorities are approving these far-right groups to gather and to organize anti-migrant protests. There is a lot of hate speech, so there is also a very big problem for refugees with the local community who is now attacking them, sending them away, not refusing to sell them food or similar, or to provide them with similar services within the city. Also, in the last month and a half, there is a very big increase of criminalization of solidarity at this border. As you probably know, the volunteers of the No Name Kitchen organization, which provides NFIs at the Croatian border, all got expelled. They were all illegally arrested first by the police. They were stopped in the middle of the road, taken to the police station without any legal grounds and without the proper procedure. And then they were served with the papers, forcing them to leave Serbia in 7 days with the prohibition to come back in 1 year. We appealed on these decisions as Klika Aktiv, mm-hmm. because we are also providing legal aid to criminalization of solidarity and to people who are helping refugees in providing very basic needs here in Serbia. We appealed on these decisions and we also addressed these cases to independent authorities within Serbia, such as the Commissariat for Equality, the Protector of Citizens, but we also filed complaints to the internal control within the Ministry of Interior, and we're waiting to see responses from these institutions on this case. Okay, thank you. If we hear about the current situation, this is even more important that you are documenting testimonies of people on the move and people who have been pushed back by the Croatian and Hungarian authorities into Serbia. It is really similar to what we have heard before from Maya, from No Name Kitchen. A lot of restrictions, a lot of dehumanization again. And referring to that, I would like to ask you, how does your activism look like currently, and especially what are the obstacles you have to face in the current situation, also with regard to the corona crisis, for example? Mm-hmm. Well, we as an organization, we are registered as free legal aid providers, mm-hmm. and we provide free legal aid and free social support to refugees and people on the move in Serbia. We are located in Belgrade, and this is where we work with refugees in the so-called Afghani Park. This is the park in the center of Belgrade, where refugees are gathering during the day, because we have several illegal squats in Belgrade, mm-hmm. but we also have two of the biggest camps in Serbia, which are on the outskirts of Belgrade. So also those people are coming in this park. But we also visit all border areas on a regular basis, on a weekly basis. We provide free legal support and free social support to people mostly who are outside of the system. However, currently more than 98% of people in Serbia are outside of system because the access to asylum procedure is basically impossible. People are not getting proper information, they're not being referred properly, so they're not aware of their rights and obligations while they're in Serbia. Majority of them even feels that Serbia doesn't have asylum system and that they cannot even apply for asylum here. Mm-hmm. So we are trying to provide them with these basic information to refer them to the camps, to refer them to the system, in order to explain them how they can fulfill their rights while they're mm-hmm. here. We are also collecting testimonies on the pushbacks.
from Croatia, Hungary, and Romania, and we're reporting on these testimonies, and we're also dealing with these cases of criminalization of solidarity. At the moment, the biggest obstacles is definitely the current public discourse of anti-migrant policies, which is on the rise since probably February or March this year. We now have more and more people joining and supporting these anti-migrant groups and anti-migrant rhetorics. Refugees here are now presented as criminals, as somebody who is attacking local population, who is here with some agenda of terrorizing people, of taking their land, and so on. And this kind of rhetoric is being supported by the local authorities. Over the past few weeks, we are definitely seeing much more pressure from the police here in Serbia, which is now also present on a daily basis in Belgrade, in this park, but also in other cities where refugees are staying. We have also been stopped several times by the police. They check our documents, they give us friendly advice not to be there, not to work with refugees. They even tell us that, even though when we come there, the refugees are nice, but they're all armed, so they can all attack us, they can all hurt us, so it would be better for us not to stay there. So these are all obstacles that we are currently facing. And of course, definitely the biggest obstacle is that we don't have a proper system here. We have, for example, a lot of unaccompanied minors in these squads in the border area. We have children at the age of 12 with broken legs, broken arms, who come like this after being pushed back from Hungarian or Croatian border, and there is no protection system. We are appealing and we are trying to get the local authorities, especially the Center for Social Welfare, to react in these situations, to come to the field, to take these children to the proper accommodation, but still in most cases we are not getting any response. The attitude of not just local people, but also of the authorities, which should be involved in this situation, is that people on the move are just that. They're on the move here, they're transiting, so there is no reason why anybody should get involved and why we should deal with each individual cases. And this is definitely one of the biggest obstacles, because now especially it's very difficult to try to get local authorities to be involved in each individual cases. Thank you so much for this. It's heartbreaking how humans deal with humans right at the European borders. We are all just the same humans, and we're not helping each other, we're fighting each other. No one has ever been responsible for seeking asylum, for seeking refuge. It's not a free decision, and it's the only thing that we can do is try to help as we can. And I'm really, really glad that we have the possibility to speak to you today and to hear about your work, because that is what you do. You try to help as much as you can, and without work like you do, people on the move would have no access to legal provisions. And I'm really, really thankful that you made time for this interview. Stay safe. Thank you so much for having me and for giving us the opportunity to spread the word beyond the Serbian borders on the situation here. Thank you. Thank you very much. Bye. Thank you. Yeah, das war Milica von Klickaktiv. Ich weiß nicht, ich bin gerade total fassungslos irgendwie, diese Geschichten, diese Erlebnisse der Menschen zu hören, aber auch die Kriminalisierung der Aktivistinnen und Aktivisten vor Ort. Das macht mich einfach nur rasend wütend, und ich finde es umso schlimmer, dass dann noch solche rechten Diskurse salonfähiger gemacht werden vor Ort, aber auch in Deutschland merken wir diesen Rechtsruck. Und es verstößt, also ne, diese Pushbacks, dass kleine Kinder dort mit gebrochenen Schultern, gebrochenen Armen keinen Gesundheitszugang gewährt wird, dass die wieder zurück in die Camps gedrängt werden, das verstößt gegen jegliches Menschenrecht, gegen Genfer Flüchtlingskonvention, gegen Recht vor Ort in den Ländern, und es ist einfach insgesamt meiner Meinung nach eine große Schande für die sogenannte europäische Wertegemeinschaft. Ich glaube, wir haben alle Diskurse von Horst und Friedrich Merz satt,
Ja, und kann einfach nur daran appellieren, hört den Leuten zu, werdet aktiv, schafft Sichtbarkeit und lasst uns diesen ganzen Mist beenden. Wir haben Platz, wir dürfen niemanden zurücklassen und wir müssen auf jeden Fall solidarisch sein. Ja. Solidarisch sein ist das Wichtigste. Wir sehen es jetzt gerade während Corona nochmal umso mehr, wie wichtig eigentlich Solidarität genommen wird, wenn es darum geht, sich gegenseitig zu schützen, Maske zu tragen, irgendwie auf die Gesundheit der anderen Person zu achten, um gemeinsam durch die Krise zu kommen. Gleichzeitig lassen wir aber Menschen zurück, lassen wir Menschen Gewalt erleben, die diese Gewalt in keiner Weise verdient haben, denn sie sind vor Gewalt zum Beispiel geflohen. Sie sind geflohen, um ihre Familie vor dieser Gewalt zu beschützen und ihnen wird einfach nur noch mehr Gewalt entgegengebracht. Und diese Spirale, die wir jetzt auch hier mitgehört haben, von der wir jetzt hier berichtet bekommen haben, die geschieht an der EU-Außengrenze, auf der Balkanroute, die geschieht aber auch im Mittelmeer, die geschieht an vielen, vielen Grenzen der Europäischen Union, an vielen Orten der Welt. Und ich muss sagen, ich muss es gerade erstmal so ein bisschen sacken lassen, weil mich hat es wirklich sehr berührt. Ich habe auch zwischendrin gestockt, als ich die Abmoderation gemacht habe, weil es einfach was ist, was ich finde, wenn man so ein Gespräch führt, unglaublich herzzerreißend ist. Und deshalb würde ich jetzt erstmal nochmal auf ein bisschen Musikcontent tatsächlich verweisen. Wir haben nämlich von einem sehr tollen Duo, Sestre Kollektiv aus Sarajevo, aus Bosnien-Herzegowina, das haben wir Musik bekommen, die haben uns extra ein Set aufgenommen. Die beiden sind zwei FreundInnen, die sich 2015 gegründet haben und Musik und Visual Arts verbinden sozusagen. Und die ihren besonderen Fokus auf die Sichtbarkeit von LGBTIQA+-Menschen richten. Der Begriff LGBTIQA+ ist ein Sammelbegriff. Das wird hier unten auch nochmal eingeblendet, was es genau bedeutet. Man könnte sagen, es ist eine Sammelbezeichnung für gender- und sexqueere Menschen sowie Menschen mit queeren sexuellen Identitäten. Und es ist einfach astreiner Deep Techno aus Bosnien-Herzegowina. Und hört euch das erstmal an, lasst es kurz sacken, was wir gerade alles von No Name Kitchen und Klick Aktiv gehört haben, und dann sehen wir uns gleich wieder.
Wir werden gleich ein tolles Interview mit Laura führen. Laura ist von Blindspots. Genau, ich werde euch noch mal ganz kurz so einen Abriss machen. Blindspots ist eine gemeinnützige und ehrenamtliche Initiative, vor allem aus der Kunst- und Kulturszene Berlins und Leipzig. Sie soll langfristig eine Anlaufstelle für Menschen darstellen, zum einen für finanzielle Beteiligung, das vor allem auf ein breites Netzwerk zurückgreift, um vor allem Menschen in Not zu helfen. Blindspots arbeitet dabei mit Strukturen und Organisationen vor Ort zusammen. Sie sind selbst auch oft vor Ort, unter anderem mit Fresh Response und No Name Kitchen. No Name Kitchen habt ihr eben gerade in einem Interview gehört, ihr erinnert euch. Und das Ganze findet vor allem in sogenannten Krisengebieten statt. An der Stelle darf ich jetzt auch Laura begrüßen. Hi Laura. Hey. Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Danke. Hi, mega cool. Wir freuen uns voll, dass du am Start bist. Genau, wir hatten so 1, 2, 3 Fragen vorbereitet und würden direkt einsteigen. Wie ist denn die Perspektive auf Aktivismus innerhalb der Clubkultur? Kannst du uns dazu was erzählen? Also meine Perspektive auf Aktivismus in der Clubkultur oder aus der Clubkultur kommt vor allem daher, dass Clubkultur auch mit der Schaffung von Freiräumen zu tun hat. Also es wird ein Raum geschaffen, wo subkulturelles Leben möglich ist und werden eben Dinge zugelassen oder gefördert, die oftmals in der Gesellschaft abgelehnt oder diskriminiert werden. Und ja, es gab ja auch schon vor der Corona-Krise das Problem, dass viele dieser Freiräume kommerzialisiert oder verdrängt wurden. Und deswegen haben wir natürlich auch intern total viel darüber diskutiert, wie wir uns unseren Aktivismus vorstellen. Und genau, Blindspots ist ja vor allem aus der Club- oder Festivalszene heraus entstanden. Und genau, unser gemeinsames Ziel ist es eigentlich, aus der Clubszene und Festivalszene heraus auch dafür Awareness zu schaffen und auf diese blinden Flecke der EU eben aufmerksam zu machen. Und wir wollen eben diese Freiräume nutzen, um Menschen, die vielleicht auch normalerweise eher Partygänger oder Gängerinnen sind, vielleicht eher aufmerksam zu machen. Und wir wollen auch auf Missstände aufmerksam machen. Mega, mega cool. Ich finde es auch immer interessant, wie sehr eigentlich Kultur und Kunst sehr politisch ist und wie sehr das so in meiner Jugend eigentlich verloren gegangen ist, weil ich so kommerzialisierte Musik gehört habe und irgendwann entdeckt habe, hey, es gibt ja auch so eine Kunst und Kultur, die total politisch ist und das ist ja auch ein großer Ursprung darin. Deshalb nochmal die Frage, was ist das Ziel von Blindspots genau? Ja, das Ziel von Blindspots ist einerseits, die Ressourcen aus der Club- und Festivalszene zu nutzen. Also wir sind viele Menschen, die normalerweise Partys organisieren oder Veranstaltungen, Festivals oder Bühnen aufbauen. Das heißt, wir haben einerseits diese Organisationsressource und andererseits auch viele Menschen, die bauen können. Genau, und das wollen wir halt eben auch vor Ort in Krisengebieten nutzen. Also wir wollen uns auf Orte fokussieren, wo humanitäre Krisen stattfinden, wo eben auch wenig Aufmerksamkeit ist gerade. Also quasi die blinden Flecken Europas wollen wir ins Blickfeld setzen und ja, bestehende Supportstrukturen stärken, vor allem gemeinsam mit lokalen Menschen oder lokalen NGOs zusammenarbeiten, damit die Versorgungslage auf Europas Fluchtrouten stabilisiert wird. Und da haben wir eigentlich zwei Projekte entlang der Balkanroute. Einmal in Velika Kladuša in Unasana-Kanton und einmal in Beirut im Libanon. Und genau, das erste Projekt im Unasana-Kanton liegt an der Grenze zu Europa und auf der Balkanroute ist es für Geflüchtete gerade jetzt im Winter extrem schwer. Ganz viele Geflüchtete leben in leerstehenden Ruinen, leben in Wäldern, es fängt an zu schneien. Und in Unasana-Kanton wird die Hilfe von Geflüchteten auch kriminalisiert. Die Geflüchteten werden jeden Tag gepushbackt, also bei dem Versuch, die Grenze zu überschreiten, werden sie teilweise auch gewaltvoll, teilweise nicht gewaltvoll zurück auf die bosnische Grenze oder auf die bosnische Seite gedrängt. Und wir haben eben ein Projekt ins Leben gerufen, wo wir die Supportstruktur aufgebaut haben für Geflüchtete im Unasana-Kanton.
Und das Hauptziel ist vor allem diese Orte, diese Ruinen, diese Wälder winterfest zu machen und den Menschen durch Öfen Wärme zu spenden und genau, damit sie den Winter überstehen, weil die meisten halt in keiner Art von Geflüchtetencamp unterkommen können. Und ja, es gibt auch einfach viele lokale Heldinnen, es gibt einige Bosnier, die sich seit Jahren ins Auto setzen, Essen verteilen, Kleidung an Geflüchtete austeilen und auch die lokalen SupporterInnen möchten wir total gerne unterstützen. Genau, und die aktuellen Ziele sind eigentlich halt diese Situation der Obdachlosigkeit, fehlende medizinische Versorgung und keine Kleidung zu überwinden, einerseits mit dem Öfen und Holz, andererseits mit Sachspendentransporten oder mit dem Support von medizinischer Versorgung, den wir versuchen gemeinsam aufzubauen, um halt so genau diese Schwierigkeiten vor Ort zu verbessern. Und in Beirut ist eine Gruppe von FestivalbauerInnen vor Ort, zwar quasi eine freiwillige Reaktion auf die Explosion im Hafen von Beirut im August 2020. Genau, und die widmen sich quasi dem Wiederaufbau des am stärksten betroffenen Gebiets von Beirut. Und da gibt es auch, es ist ein sehr armes Gebiet, da gibt es eine sehr hohe Geflüchtetenbevölkerung. Und am Anfang oder generell liegt der Schwerpunkt auf die Reparatur und den Wiederaufbau von Fenstern und Türen von sehr vielen Häusern. Genau, das Projekt hat am 24. September begonnen und da sind auch jetzt immer noch Menschen vor Ort. Die haben bereits rund 60 Reparaturen von Häusern durchgeführt, mit Fenster, Türen, Bauen von Dächern und so weiter und so fort. Und genau, es hat sehr spontan begonnen. Es war einfach eine Gruppe von Tischlern, die nach Absage der Festivals und Veranstaltungen ohne Arbeit waren. Und es wurde jetzt zum potenziell viel größeren Projekt, das auch weiterhin noch eine größere Dauer haben kann. Wie gesagt, seit September sind schon die Menschen vor Ort und es sind ja bereits schon 3 Monate. Wow, also ich finde es total atemberaubend, was ihr da alles auf die Beine stellt, was für ein Allyship und vor allem, dass man halt die Perspektive der eigenen Betroffenheit mal woanders hin richtet und an andere Menschen denkt. Ich feiere es übertrieben, finde es total klasse und drücke euch alle Daumen, damit es weiter so geht. Und ja, bedanke mich voll für das Interview, es war mega interessant, Leute. Schaut bei Blindspots vorbei, die haben bestimmt Social Media und eine Homepage. Versucht mitzumachen und 1000 Dank auf jeden Fall. Ja, und wir sammeln auch gerade fleißig Spenden, um eben diese Projekte weiterhin finanziell zu unterstützen. Und wenn man uns supporten will, kann man entweder auf unserer Website www.blindspots.support oder auf unserer Facebook-Seite genau mehr Informationen finden. Und wir freuen uns über jeden Support. Und danke euch für die Einladung für das Interview. Vielen Dank dir. Dankeschön. Ja, meine Lieben, wir kommen auch langsam zum Ende der Show. Wir wollen uns nochmal bei einigen tollen Menschen bedanken, die das alles möglich gemacht haben. Vor allem bei dem Team, was im Hintergrund und die Crew tolle Arbeit geleistet haben. Sei es die Snackeria, sei es in der Regie, sei es das Social Media Team, die Programm AG und viele andere tolle Menschen. Ihr seid absolut spitze. Wir haben euch mega, mega lieb. Und ja. Genau, also auch Liebe von mir, vielen, vielen Dank für die viele Arbeit. Wir würden uns aber natürlich auch nochmal super gerne bei den InterviewpartnerInnen bedanken. Wir haben heute aus verschiedenen Perspektiven echt spannende Eindrücke bekommen. Wir haben gehört, was für solidarische, selbstorganisierte Strukturen es gibt, wie Care-Arbeit vor Ort geleistet wird, wie Menschen das Nötigste, das Mindeste zur Verfügung gestellt wird, nämlich Nahrung, Wasser, Hygiene. Wir alle brauchen diese Dinge, wir sind alle Menschen. Wir haben davon gehört, wie Menschen in Deutschland Hilfskonvois organisieren, Dinge spenden, also Sachspenden, sowie aber auch finanzielle Spenden organisieren und die dann zum Beispiel nach Bosnien gefahren werden. Wir haben aber auch sehr viel Gewalt gehört. Wir haben von sehr viel Pushbacks, wie gesagt, von grausamen Praktiken seitens der staatlichen Autoritäten gehört. Die Staatsgewalt ist einfach manchmal zu mächtig. Da kann sehr viel Gutes geleistet werden und am Ende
ist es ein repetitiver Prozess leider. Deswegen darf diese Arbeit nie aufhören und wir bedanken uns bei Joma, bei Maja, bei Milica, bei Laura und würden auch gerne noch ein liebes Wort an unseren Drehort geben. Bam! Genau. Wir wollen uns nochmal recht herzlich bei dem MOK, bei dem offenen Kanal Rhein-Main bedanken. Offenbach Rocks, auch wenn wir alle im Herzen FrankfurterInnen sind, ist ein tolles Studio hier, ist ein tolles, eine tolle Möglichkeit für uns, das Ganze verwirklichen zu können. Offenbach ist stabil, Offenbach bleibt stabil. Grüße gehen raus, Leute, an unsere NachbarInnen. Tausend Dank. Und zu guter Letzt möchten wir uns natürlich bei all den Menschen bedanken, die heute eingeschaltet haben. Ohne euch wäre es auch nicht möglich. Wir möchten noch mal kurz ein paar Grüße auch an die Solidarität richten. Darum ging es heute ja viel unter dem Hashtag #EndFortressEurope über die Balkanroute. Ihr Lieben, die Situation ist wirklich desaströs, wie wir gehört haben. Der Winter kommt, es wird sehr kalt, es ist auch schon sehr kalt in Deutschland. Wie wir gehört haben, wird es bis zu minus 20 Grad in unter anderem Bosnien. Menschen müssen in Wäldern leben, hausen. Mit dem Nötigen, was sie irgendwie brauchen, sind sie nicht ausgestattet. Deswegen wirklich ein Appell an die Solidarität. Wir können alle irgendwas tun. Es ist nicht so, dass wir hilflos sind und dass wir ohnmächtig sind in den Möglichkeiten. Sei es über Sachspenden, sei es über finanzielle Spenden, sei es in der Nachbarschaft oder in der Community oder an den Außengrenzen. Organisiert euch. Arbeitet zusammen. Wenn ihr irgendwie einen Menschen seht auf der Straße, der jetzt gerade, sei es in Frankfurt oder irgendwo in Deutschland auf der Welt, auf der Straße leben muss, kein Obdach hat, kein Zuhause hat, gebt eine Banane, gebt eine Orange, gebt ein Brot. Wenn ihr einkaufen wart, ihr könnt mal kurz irgendwas aus der Tasche holen. Die Person freut sich. Es ist immer irgendeine Möglichkeit da, was abzugeben, was beizutragen. Und in dem Maße möchten wir einfach sagen, so Solidarität mit allen Menschen, die in irgendeiner Weise gerade leiden und sondern natürlich Solidarität mit allen People on the Move. Genau, Solidarität ist das Stichwort. Genau, wir wollen damit sichtbar machen, dass es viele Krisen und eine Tonne von Solidarität an allen möglichen Plätzen dieser Welt braucht. Aber vor allem sind wir auch gerade in einer Pandemie. Corona macht uns allen das Leben schwer, bei einigen Menschen mehr als anderen. Mhm. Deswegen wollen wir auch daran appellieren, solidarisch durch die Krise zu gehen. Wir wollen nochmal daran appellieren, wir halten nichts von Verschwörungstheorien. Es gehen immer mehr Leute auf die Straße ohne Masken und sagen, die Demokratie wird abgeschafft. Genau, seid solidarisch, glaubt nicht jeden Unfug, den die Leute da draußen erzählen. Organisiert euch, bleibt stabil und es wäre mega cool, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet zu United We Talk. In Frankfurt am Main. Vielen Dank. Ciao.